Die Gefahr, heute von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden, ist sicherlich relativ gering. In der Steinzeit von einem LKW überrollt zu werden, ebenfalls. Und damit ist eigentlich direkt einleuchtend, dass sich Risiken im Laufe der Zeit ändern können und dass man sie regelmäßig überwachen sollte. Und wie man eine zeitgemäße Risikoüberwachung in seinem Risikomanagementprozess implementiert und was es darauf ankommt, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Es gibt zwei Faktoren, die Risiken verändern. Zum einen die veränderten Umstände durch den reinen Zeitablauf und zum anderen aber auch die Umsetzungen von Maßnahmen aus der Risikobehandlung heraus. Und am Anfang brachte ich eben dieses Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Also durch reinen Zeitablauf hat sich das Risiko erledigt, weil das possierliche Kätzchen halt mittlerweile ausgestorben ist. Durch Zeitablauf können sich also Risiken nicht nur erledigen, sie können sich aber auch verschlimmern. Wenn Sie zum Beispiel eine Maschine, zum Beispiel eine CNC-Fräse oder einen Bagger, der in Unternehmen da ist, nicht regelmäßig warten und pflegen, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Maschine ausfällt, im Laufe der Zeit steigen und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ganz sicher, dass sie ausfallen wird. Der zweite große Faktor sind aber Ihre ergriffenen Maßnahmen, die Risiken verändern und die im Rahmen der Risikobehandlung festgelegt und umgesetzt worden sind. Und wenn Sie jetzt eine Versicherung gegen Vandalismus abschließen, dann ändert das nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern erst einmal das Schadensausmaß, weil Sie eine finanzielle Kompensation für den erlittenen Schaden von der Versicherung erhalten. Und wenn Sie zusätzlich zu dieser Versicherung noch Ihr Betriebsgelände durch Videoüberwachung, durch Bewegungsmelder, durch Flutlichtanlagen, durch sensible Alarmanlagen und Ähnliches absichern, dann senken Sie auch die Eintrittswahrscheinlichkeit gegen diesen Vandalismus, dass der entsprechend eintritt. Das Risiko hat sich also durch Ihre Maßnahmen ganz deutlich verändert. Einmal, wenn es passiert, das Schadenausmaß, Versicherung, aber eben auch die Eintrittswahrscheinlichkeit selbst eben durch das Absichern durch entsprechend technische Überwachungsanlagen. Und diese Veränderung muss Berücksichtigung finden in Ihrer Risikobewertung und in Ihrem Risikoinventar, weil sonst hätte sich ja nicht wirklich was verändert. So, und jetzt gut aufgepasst, ich mache jetzt einen Spaß draus. Ich drücke jetzt mal meine Bitte für ein Kanalabo in der Sprache der Risikomanager aus. Wenn Sie jetzt die Maßnahme ergreifen, unseren Kanal zu abonnieren und das Glöckchen drücken, dann sind Sie gegen übersehene neue Videos von uns geschützt. Also jetzt Kanal abonnieren und Glöckchen drücken und schon ist das Risiko, ich verpasse was, gelöst. Was gerne vergessen wird, und das sind wir auch bei dem ganz wichtigen Thema, das ist die Maßnahmenverfolgung. Also wie oft werden denn lange To-Do-Listen erstellt für lange Kataloge, die gemacht werden, die sich danach kein Mensch mehr ansieht und die den langsamen Tod der Wurstigkeit sterben. Ich nenne es immer der Tod der Wurstigkeit. Also Risikoüberwachung gehört eben auch die Überwachung der Maßnahmenausführung und die Wirksamkeit der Maßnahmen. Das beginnt eben damit, dass ein Verantwortlicher für die Überwachung der Maßnahmenausführung bestimmt wird und ein zweiter Verantwortlicher für die Durchführung der Maßnahmen selbst. Und damit haben Sie ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip auch implementiert. Das heißt, Sie stellen die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen wirklich sicher. Weil einer ist da, der schaut, dass es wirklich gemacht worden ist und einer ist dafür da und verantwortlich, dass es wirklich ausgeführt wird. Aber nicht nur die Maßnahmenumsetzung muss nachgehalten werden, sondern eben auch, ob die Maßnahme den gewünschten Erfolg zur Reduktion des Risikos wirklich hatte. Denn manchmal kommt es eben vor, dass in bester Absicht eine Maßnahme umgesetzt wird, die dann aber in einem Sonderfall eher kontraproduktiv war. Und dazu habe ich auch ein ganz lustiges Beispiel. Ein Unternehmen, bei dem ich war, hat also gesehen, dass sie eine relativ hohe Brandlast hatten und um die Brände schnell einzudämmen, wurde in dem Unternehmen flächendeckend eine komplett neue Sprinkleranlage eingebaut. Also diese Deckensprinkler, die eben dann entsprechend Löschwasser versprühen, sollte es zu dem Brand kommen. Natürlich ist das auch im Serverraum eingebaut worden. Und was passiert, wenn in einem Raum, der voll mit hochsensibler Elektronik mit Wasser geflutet wird, das können Sie sich selber ausmalen. Da hat halt keiner an diesen Sonderfall dran gedacht. Es wurde schlichtweg übersehen, es war halt einfach menschliches Versagen. Natürlich macht die Sprinkleranlage im Serverraum vergleichsweise wenig Sinn. Da braucht man eben andere Möglichkeiten, um Brände einzudämmen oder zu löschen. So, und jetzt kommt noch ein Bonustipp. Sie haben ja in den Videos dieser Playlist immer so einen Überblick bekommen, wie Sie ein leistungsfähiges Risikomanagementprozess wirklich aufbauen können. Aber wann ist denn eigentlich das Ende von diesem Risikomanagementprozess erreicht? Also wann ist man denn eigentlich fertig mit dem Thema? Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten und die würde ich Ihnen gerne noch mit ans Herz legen wollen und ein bisschen ausführen. Erstens mal,
das Risiko verliert seine Priorität. Also durch ein erneutes Bewerten im Rahmen der Risikoüberwachung ist das Risiko in den Akzeptanzbereich gerutscht. Also das heißt, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß sind so gering geworden, dass man das Risiko einfach akzeptieren kann und damit hat sich das Thema eigentlich auch erledigt, man muss nichts mehr tun. Und zweitens, das Risiko wurde behoben oder eben vermieden. Und ihre Risikostrategie war damit also wirklich erfolgreich und das Risiko ist es eben nicht mehr vorhanden oder eben tragbar. Das heißt, die Maßnahmen, die sie umgesetzt haben, die waren tatsächlich dazu geeignet, dass sie ihr Risiko eben so weit vermindern oder eben verlagern, dass sie sich jetzt nicht mehr drum kümmern müssen. Denken Sie das Beispiel mit dem Vandalismus. Sie haben technische Überwachungsanlagen wie Bewegungsmelder und Licht und Videoanlagen entsprechend installiert und damit ist ihr Vandalismus Risiko vielleicht gegen Null gelaufen. So, und wir bauen diese Playlist zum Thema Risikomanagement weiter aus. Themen sind zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung oder die FMEA, die auch immer wieder nachgefragt worden ist, wie man damit richtig umgeht. Welche Themen brennen Ihnen denn unter den Nägeln, die wir aufgreifen sollen? Dann schreiben Sie es doch jetzt mit hier in die Kommentare rein. Was Sie da besonders interessiert, ist im ganzen Thema Prozesse, Prozessmanagement, Risikomanagement. Denn wir greifen das sehr gerne auf und machen entsprechend neue Videos draus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.